Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des FIFA 16 Karrieremodus mit Newcastle United. Wir sind am Start mit der 27. Episode und für die Leute, die auf Instagram hier folgen, die wissen natürlich schon Bescheid, was noch in der Transferperiode passiert. Heute geht's auf jeden Fall erstmal ordentlich weiter mit Transfers. Unter anderem wollen wir Andros Townsend verpflichten von den Tottenham Hotspurs, den Flügelflitzer, der ja auch in Realität zu den Magpies gewechselt ist. Heute Abend übrigens wohl wahrscheinlich sein Debüt geben wird gegen den FC Everton. Und da die Magpies richtig gut eingekauft haben diesen Winter, scheint es so, als ob die sie unten raus befreien könnten. Wenn es euch interessiert, schaut es auf jeden Fall an. Ich denke mal, ich weiß gar nicht, ob es auf Sky übertragen wird, aber irgendwo findet man einen Stream dazu. Und wenn ihr nichts zu tun habt, auf jeden Fall spielen die Magpies heute und das könnte man sich auf jeden Fall geben. Wir gucken allgemein nochmal so ein bisschen rum, was für Spieler wir gescoutet haben, die eventuell für uns noch interessant werden können. Maximilian Arnold unter anderem, aber dafür haben wir auch gar nicht genug Geld, denn wir müssen natürlich immer noch auf Torhüter-Position nachlegen. Und genau das ist der Wink mit dem Zaunfall für alle, die mir auf Instagram folgen. Wir verleihen zunächst einmal Emre Can, unseren 7 Millionen, 22 Jahre alten zentral-defensiven Mittelfeldspieler, an Swansea. Momentan hat er nicht so die Perspektive bei uns und dementsprechend geht er erstmal weg. Genauso wie Kevin Dix, der wird ausgeliehen an Crystal Palace. Das heißt, wir haben auf rechtsverteidiger Position nochmal ein bisschen Raum bekommen, beziehungsweise ein bisschen Luft. Haben momentan Kurt Zuma und ich weiß gar nicht, irgendwen haben wir, glaube ich, noch, bin mir gar nicht sicher. Scouten Benoit Costil und schauen allgemein noch so ein bisschen weiter. Zunächst einmal spielen wir aber natürlich gegen, ihr habt gerade schon gesehen, den FC Southampton gegen die Sand. Wir haben jetzt quasi das Angebot von Arsenal abgelehnt bekommen, für Alexander Chamberlain zusammen mit Thauvin und 5 Millionen. Deswegen sagen wir, okay, dann halt nicht. Und nur 15 Millionen suchen einen weiteren vielversprechenden Flügelflitzer, der Dribbler ist und im Idealfall noch relativ jung. Denn wir haben ja jetzt gerade erst unseren Kollegen Aarons abgegeben und auch mit Cabella haben wir einen weiteren hochkarätigen Abgang zu verzeichnen gehabt. Und dementsprechend müssen wir zumindest im Jugendbereich vielleicht immer ein bisschen nachlegen, auch wenn wir natürlich theoretisch aus unserer eigenen Jugendmannschaft was hochholen könnten. Aber wir schauen erstmal, was es mit Townsend wird und ob wir Chamberlain kriegen. Und das wären ja schon mal zwei richtig interessante Personalien. Josep Perez habt ihr gerade gesehen, gehen wir natürlich nicht an Köln ab. Zumindest nicht für unter 41,5 Millionen, was auch, denke ich mal, ganz klar ist. Ich mag den sehr gerne und ist ein hochtalentierter Spieler. Wir springen ins Spiel gegen Southampton. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserer Elf und hoffentlich mit den nächsten drei Punkten der Saison. Wir sehen uns dann gleich wieder. Newcastle empfing Southampton im St. James' Park. Nach dem wunderbaren Saisonauftakt für die Magpies sollte es heute gegen die Sands genauso weitergehen. Man war sehr gut reingekommen und wollte im Idealfall heute die nächsten drei Punkte in der Saison 2016-2017 mitnehmen. Der Stadion ausverkauft, die Euphorie momentan in Newcastle im Nordosten Englands grenzenlos. Newcastle upon Tyne, das momentan die Fußballhauptstadt Englands, denn es schien so, als ob sich der Verein richtig gemausert hätte vom Fastabsteiger zum absoluten Topclub in England. Nicht nur Europa League Teilnehmer, sondern auch in der Liga sehr, sehr gut dabei. Zuletzt der Sieg gegen Manchester City, den absoluten Top-Favoriten auf dem Meisterschaftstitel. Wir haben gerade gesehen, Georginio Wijnaldum, der Kapitän der Magpies, eher neben Rob Elliott, der eventuell sein letztes Spiel im Trikot der Magpies machen sollte, zumindest als Stammtorwart, denn es wurde über Wechsel spekuliert, dazu später mehr. Vestergaard, Mbemba, Pocognoli ebenfalls noch in der Verteidigung davor. Neuzugang Saive zusammen mit Sissoko, Wijnaldum, Cabella, Batshuayi und Paul George und Depp. Auf der Bank unter anderem Niklas Bentner und Sim de Jong, die beiden Neuzugänge, ebenfalls sehr interessante Personalien. Und auf der Seite haben wir natürlich auch eine interessante Startaufstellung. Fraser Forster im Tor, ebenfalls ein Kandidat bei Newcastle. Cedric Gados, Yoshida und Ryan Bertrand in der Verteidigung. Oriol Romeo zusammen mit Gaston Ramirez und James Ward-Prowse im Mittelfeld. Klasi und Tadic vervollständigen das Fünfer-Mittelfeld der Sands und der Sturmspitze der Italiener Graziano Pelé, der für Torgefahr vor dem Kasten von Rob Elliott sorgen sollte. Man suchte verzweifelt nach einem neuen Torwart. Elliott war in den Augen der Clubbosse nicht der Mann für die Europa League und auch nicht der Mann, um den Ansprüchen bzw. Ambitionen des momentanen Tabellenführers der Premier League gerecht zu werden. Unter anderem haben wir gerade gesehen, auf der Bank saßen Adam Armstrong und Niklas Bender. Man hat im Sturm ordentlich nachgelegt, hatte gute Optionen, aber im Sturm hatte man zunächst mal keine Probleme. Es ging nämlich richtig gut los. Paul George und Tepp mit der ersten Ecke nach gerade mal 4 Minuten. Der erste Kopfball von Mbemba und er geht direkt mal an die Latte. Da wäre Forster chancenlos gewesen, aber der Kongolese verfehlt das Tor doch noch relativ deutlich. Danach war eine kleine Phase, in der nichts passierte. Dann Michy Batshuayi nach knapp 20 Minuten. Der Belgier geht über die Außenbahn, macht das klasse, zieht zurück und ja, macht das Ganze mal auf die etwas ruhigere Art auf Henri Saive, der Schuss abgefälscht hat. Bayer kommt fast noch ran, aber der Ball dann letztendlich nicht im Kasten untergebracht. Es ging trotzdem weiter mit den Magpies. Von den Sands kam absolut überhaupt nichts in der Offensive. Das ist Moussa Sissoko, der Routinier im Trikot der weiß-schwarz gekleideten, und der Schuss von Wijnaldum an den Pfosten. Da wäre Fraser Forster ebenfalls wieder chancenlos gewesen, aber es blieb halt noch weiterhin beim 0:0. Wir springen in die 35. Minute. Ball auf Michy Batshuayi, der setzt sich da klasse durch, wird allerdings am Weiterlaufen gehen und es gibt dementsprechend einen Freistoß aus sehr guter Position für Wijnaldum oder eben für Rémi Cabella, den Franz
Franzosen. Und nachdem sich erstmal bei United passiert hatte, durfte der Franzose auch selber antreten. Gerade von Marseille zurückgekehrt. Der Freistoß war gar nicht mal so schlecht, geht aber über den Kasten hinweg. Und dementsprechend blieb es hier beim 0:0. Glücklich für die Saints zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall. Es war eine absolute Farce, wie die spielten. Erst in der 45. Minute mal eine Offensivaktion. Das ist Ryan Bertrand. Setzt sich hier nicht gegen den Kollegen Sieben de Jong eigentlich durch, kommt aber trotzdem irgendwie in die Mitte. Der Abschluss dann aber abgefälscht und im Endeffekt geklärt von Neuzugang Hector Bellerin oder auch nicht Dusan Tadic. Mal das Ganze nochmal heiß, nochmal Ryan Bertrand mit der Flanke, nachdem er sich gegen Vestergaard durchsetzen konnte, aber dann doch geklärt im Endeffekt. Und der Schuss war so von Jordi Klaasi auch am Kasten von Elliott vorbei. Danach war Halbzeit, das war die erste Aktion überhaupt in der Partie der Saints in der Offensive. Danach spekulierten sie aber zu ein bisschen zu viel, beziehungsweise konzentrierten sich ein bisschen zu viel auf die Defensive. Hier musste Yoshida eingreifen gegen Michy Batshuayi. Es gab einen Freistoß aus sehr aussichtsreicher Position. Neuzugang Salve, der kann das auch, durfte diesmal vor Cabella ran und machte das 1:0. 65. Minute, der Führungstreffer für die Magpies und der erste Premier League Treffer für den Neuzugang von Girondins Bordeaux. Klasse Freistoß getreten, genau in den linken Winkel. Keine Chance, Forster ranzukommen. Wunderbar reingezirkelt. Besser gemacht auf jeden Fall als Remy Cabella, der übrigens vor einem Wechsel stehen soll. Die Magpies wollen den Franzosen eventuell abgeben, nachdem er ja ausgeliehen war an Magey und die Kaufoption nicht gezogen hatte. Wollte man jetzt mit ordentlich Geld noch mal ein bisschen was in die Kasse spielen, um neue Transfers zu realisieren. Ayoze Perez hingegen sollte nicht abgegeben werden. Er wurde dann eingewechselt. Eine weitere Sturmoption neben Armstrong und natürlich Niklas Bentner. An ihm war unter anderem der 1. FC Köln interessiert, aber den Spanier wollten sie definitiv nicht verkaufen. Wir haben gerade die Chance gesehen durch Gaston Ramirez, einer der wenigen im Spiel der Saints, und dann der Kopfball von Ayoze Perez. Wir sind in der 80. Minute. Das war die beste Chance nach einer langen, langen Zeit für die Männer aus Newcastle, aber der Spanier scheiterte hier. Und dann in der 86. Minute Michy Batshuayi zieht in die Mitte, aber ein bisschen zu eigensinnig, hätte vielleicht abspielen sollen. So blieb es beim 1:0 und das war dann die letzte nennenswerte Aktion der Partie. Newcastle gewinnt also auch das zweite Spiel der Saison 2016-2017, diesmal mit 1:0 gegen die Saints, eine sehr souveräne Leistung der Magpies, die über die gesamte Spielzeit das überlegene Team war. Newcastle zeigt also seine Ambition, Newcastle zeigt, es kann richtig was bewegt werden diese Saison in der Premier League für die schwarz-weiß gekleideten Elstern, wie sie auf Deutsch übersetzt heißen, Magpies, das heißt Elster. Und auch HSV ist die glückliche und diebische Elster, die den Saints die 3 Auswärtspunkte geklaut hatte. Wunderbarer Freistoß vom Senegalesen zum ersten Treffer für ihn in der Premier League. Und Newcastle sammelt die nächsten 3 Punkte auf dem Weg zum Titel. Mal sehen, wie das laufen wird. 1:0 Auer Heimsieg gegen Southampton. Wisst ihr, das ist das Problem, wenn man so viel im Voraus aufnimmt. Man verlabert sich so ein bisschen. Wir haben, ich habe es gerade schon gesagt, ein Angebot bekommen, und zwar für Remy Cabella, allerdings erst nach dieser Partie. Das hatte ich total vergessen. Allerdings werden wir ja auf jeden Fall damit überlegen, ihn abzugeben. Das liegt ganz einfach daran, dass ich Cabella dieses Jahr nicht so geil finde. Sowohl in Ultimate-Team nicht, als auch im Karrieremodus nicht. Letztes Jahr war das ja mein absoluter Liebling. Der war unglaublich stark. Diese Saison, ich weiß nicht. Auch sein Potenzial ist natürlich deutlich geschrumpft, und wir haben einfach sehr interessant Spieler auf dem Markt, wie eben Alex Oxlade-Chamberlain, bei dem wir ja gerade schon Interesse angemeldet haben, aber auch Andrews Townsend, die ich beide persönlich ein bisschen cooler finde als Cabella, einfach weil der mir auf der Außenposition noch nicht so gefällt. Der kann zwar Zehner spielen, aber ganz ehrlich, da haben wir sowohl Ayoze Perez als auch Jorginho Wijnaldum oder Onos Saive oder Jonjo Shelvey, das sind alle Spieler, die da spielen können. Auch Sissoko kann theoretisch auf der Zehner agieren, und da brauchen wir diesen Cabella eigentlich nicht, und wenn wir gut Geld reinbekommen, können wir auf jeden Fall überlegen, den abzugeben. Ich habe gerade gesehen, Hector Bellerin steigt um ein Rating hoch auf 76, sehr, sehr schön. Wir haben hier das Ablehnen des Angebots für Alex Oxlade-Chamberlain von Arsenal, bieten dann 17 Millionen, auch wenn sie deutlich mehr haben möchten. Gucken nochmal nach, wen könnten wir dazugeben. Hinten steigt TOT, 31 Millionen wollen sie haben. Wir bieten damit 20, wenn man die Marktwerte addiert. Aber natürlich werden sie das ablehnen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Denn steigt TOT wollen sie nicht in ihren Reihen haben. Wir versuchen es trotzdem weiter, das kann ich auch schon mal sagen. Denn Chamberlain würde ich doch ganz gerne haben. Townsend, dafür wollen die 10,5 Millionen. Ich biete 7,5 für den Mann aus England. Mal sehen, ob sie das eventuell annehmen werden. Und jetzt kommen wir zu einem Bug. Denn jetzt haben wir das Problem, dass hier gleich auf jeden Fall ein kleiner Fehler passiert ist in der Aufnahme. Ich musste das Ganze abbrechen, und zwar, weil der Elgato wieder gesponnen hatte. Dementsprechend stehe ich gleich nochmal 2 Tage vor dem Spiel gegen Norwich. Ich hoffe, dass das jetzt hier genauso simuliert ist, beziehungsweise ich schon geschnitten habe. Wenn nicht, dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber hier bekommen wir erstmal 2 Angebote, und zwar beziehungsweise ein Angebot nochmal von Southampton, 2,7 Millionen für Vernon Anita. Und dann haben wir hier, erstmal haben wir den Bug. Ihr seht das schon, das hat schon ein bisschen geleckt. 20 Millionen, also natürlich haben auch andere Vereine für ihn geboten, aber Arsenal möchte seinen Flügelspieler nicht für TOT abgeben. Deswegen bieten wir 20 Millionen anstelle von 31. Vielleicht funktioniert es ja, und Southampton
England möchte ja, wie gerade bereits gesagt, ganz gerne Vernon Anita haben. Deswegen überlege ich mir, Fraser Forster wäre ein interessanter Mann für die Torhüter-Position. Vielleicht machen wir mal ein kleines Angebot mit Vernon Anita als Tauschpartner. Aber natürlich ist FIFA wieder unlogisch und sie werden es ablehnen mit der Aussage, wir sind gar nicht an dem Spieler interessiert. Ist natürlich totaler Quatsch, aber wir kennen FIFA und genauso ist das halt teilweise. Wir versuchen es immer noch bei weiteren, unter anderem bei Victor Wanyama, den ich sehr interessant finde. Den würde ich eventuell sogar in die Startelf stellen, denn das ist ein Spieler, der sehr viel Potenzial hat und ein richtiger Bulle ist. Auch bei dem versuche ich es mit Anita, ob das Ganze klappt. Ich sage schon mal nein, denn im Endeffekt wird Wanyama zu Everton wechseln und uns definitiv ja nicht bereichern. Und des Weiteren hat er gerade gesehen, Thauvin ist auch noch ein Spieler, den ich neben Cabella überlege abzugeben, denn auch Thauvin, der hat mir allgemein nicht so gefallen in den letzten Wochen und Monaten, war ja allgemein ein Wackelkandidat bei mir und jetzt soll das endgültig mal passieren, weil kein Angebot so reingeflattert ist, setze ich ihn auf die Transferliste. Hier sehen wir jetzt, 2 Tage sind wir davor, ich habe gerade mal den kleinen Cut gemacht und das Ganze weiter simuliert. Wir sind jetzt noch einen Tag vor dem Norwich-Spiel und haben hier das akzeptierte Angebot für Andrews Townsend von den Tottenham Hotspur. Wir sagen 4 Jahre Rotationsspieler, mal sehen, ob er es annehmen wird. Natürlich wäre er nicht die erste Wahl in unserem Verein, aber ich denke mal, er würde definitiv eine Spielpraxis sammeln. Des Weiteren haben wir noch ein Angebot für Vernon Anita gehabt, 2,7 Millionen, wir sagen 4,7 für die Niederländer, mal sehen, ob sie das annehmen werden. Und wir haben erstmal am Spieltag selber 5 neue Nachrichten. Und zwar einmal der FC Ingolstadt, 5,5 Millionen wollen sie haben für Matthew Lecky, dann haben wir hier 5 Millionen, die Cagliari Calcio für Cheick Tioté bietet, die möchte ganz gerne 6 Millionen für den Ivora haben. Allgemein noch ein paar Scout-Berichte bzw. Spieler, die eventuell uns bereichern können bzw. den Kriterien entsprechen, die wir gesetzt haben. Haben da noch Mokier noch gerade gehabt als Scout-Bericht und Alexander Merkel, die sind aber beide nicht so interessant und dementsprechend lassen wir die weg. Obi Olare ist hingegen ein Spieler, den ich ganz gerne scouten würde. Jetzt geht's aber zunächst einmal in die nächste Partie. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Newcastle United zu Gast an der Carrow Road. Norwich City war der nächste Gegner, der Magpies, die Canaries. Ja, genauso Vögel wie die Magpies. Das heißt, wieder mal ein Vogelduell hier an der Carrow Road. Die Kanarienvögel gegen die Elster. Natürlich deutlich bunter als die schwarz-weiß gekleideten Magpies. Allerdings musste das nicht wirklich was heißen, denn es war nicht nur grau und grau bei Newcastle. Momentan lief es richtig gut für die Männer aus dem Nordosten Englands und für Norwich lief es eher nicht so gut. Es sah momentan so aus, als ob sich Newcastle an der Tabellenspitze etablieren könnte. Unter anderem auch natürlich dank Paul George und Depp, der Franzose, genauso wie seine ganzen französischen Teampartner, momentan sehr, sehr gut drauf. Er bildet momentan die Flügelzange bei den Magpies mit Rémi Cabella, der weiterhin mit einem Wechsel liebäugelte. Man überlegte, ihn zu verkaufen und weiterhin stand ja Oxlade-Chamberlain hoch im Kurs bei den Magpies. Kommen wir gleich nochmal zu. Keane im Tor bei Norwich, aber Whittaker, Turner, Gonzalez und Olton, Ojiji Ofoe, Molumbo, Redmond, Murphy, Zlatko Junuzovic und Cameron Jerome, der einzige Stürmer im System der Canaries. Auf der anderen Seite, wie gesagt, Oxlade-Chamberlain genauso wie Andrews Townsend heißen Kandidaten auf die Außenbahnposition und dann werde Cabello abgegeben werden, um Platz zu schaffen, genauso wie Florian Thauvin, der auch nicht keine Rolle mehr spielt in den Plänen von MGT. Elliot, Bellerin, Westergaard im Bemmer und Haidara in der Startelf zusammen mit Saive. Erstmal Jonjo Shelvey im Trikot der Magpies in einem Auswärtsspiel. Wijnaldum, Cabello, Batshuayi und halt Paul George und Tab. Eventuell das letzte Spiel für Rémi Cabello. Wir werden sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Kevin Friend, Leiter der Partie, pfiff das Ganze dann an und Newcastle hatte Anstoß und spielte von Anfang an deutlich stärker als die Canaries. Allerdings, ja, nicht so sonderlich erfolgreich. Wir sind in der 7. Minute und da haben wir mal die Balleroberung in der Offensive. Das ist Rémi Cabella und Henri Saive und der zieht einfach mal ab. Aber der Schuss vom letzten Torschützen gegen die Sands war noch nicht so gefährlich. Der Senegalese mit dem schönen Freischuss erfolgreich hier eher nicht so. Es ging weiter, 10. Minute, Kopfballchance. Abgewehrt zunächst einmal, weil Wijnaldum köpft nochmal raus, wieder auf Henri Saive. Und der Versuch ist schon deutlich besser, aber klasse Parade auf jeden Fall von Keane im Tor. Es blieb erstmal beim 0:0. Wieder eine Ecke, Paul George und Tepp bringt die wieder in die Mitte. Und da steht Giorgino Wijnaldum mit dem Kopfball, mit der Hand abgewehrt. Aber nicht gepfiffen von Kevin Friend. Es blieb beim 0:0 und es gab keinen Elfmeter. Norwich traute sich nach knapp 20 Minuten erstmals nach vorne, das ist Ojiji Ofoe, der Belgier wird unter Druck gesetzt und wird dann abgelaufen, aber Junuzovic kommt nochmal an den Ball ran und Elgin mit einer klasse Parade, eine wunderbare Tat des Iren hier im Kasten, der Magpies, er steht in der Kritik, aber er zeigt, dass auf jeden Fall auf ihn Verlass ist, wenn man ihn braucht. Andere Seite, wieder 35. Minute, Michy Batshuayi mit dem Flankenversuch, der wird aber abgewehrt, dementsprechend gab es einen Eckball, die Magpies kamen nicht so wirklich vor das Tor, Norwich verteidigte gut, nur über Standards war man gefährlich, ein Tepp bringt die in die Mitte ran, da steht Chancellor Mbemba, klasse Parade, wieder mal von Keane, er verhinderte wieder den Gegentreffer seiner Mannschaft. Es ging mit 0:0 weiter. 40. Minute nochmal die Magpies. Kurz vor der Halbzeit allerdings dann der Ballverlust von Rémi Cabella und Norwich versuchte zu kontern. Das ist der Ball auf Cameron Jerome. Der Engländer ist schnell. Ja, da kommt Elliot weit aus seinem Tor raus. Der Schussversuch ist da, aber deutlich am Kasten vorbei. Die Carrow durfte nicht jubeln. Es ging mit 0:0 in die Halbzeit. Zweite Halbzeit dann die Magpies mehr in der Offensive aktiv. Hier ganz, ganz schwach verteidigt von Ojiji Ofoe, der jetzt hier an den Ball kommt und den Pass direkt in die Bedrängnis spielt von Murphy, der den Ball natürlich auch verliert gegen Saive. Klasse Baller
Balleroberung des Senegalesen, der auf Jonjo Shelvey, der weiter auf Niklas Bentner, mittlerweile schon eingewechselt, und das ist Remy Cabella. Cabella frei vom Kasten von Keane und wieder die Parade des Keepers von Norwich. Es war unglaublich, was der rausfischte. Die McPhyver zwei Welten an ihm, die anschließende Ecke dann aber von Cabella getreten, und da steht Chance Mbemba, 1-0. Das war die Führung für die McPhyver und die war natürlich hoch verdient. 60. Spielminute, der Kongolese mit seinem ersten Saisontor. Klasse Ecke von Cabella, und da war es nicht Niklas Bentner, der da applaudierte. Nein, es war der quasi zweite Lord. Es war der dunkle Lord von Newcastle. Der kopfballgefährlichste Spieler der McPhyver war Chance Mbemba und machte das 1-0. Westergaard eventuell ein bisschen Kopfball stärker. Hier konnte er sich nicht beweisen. Defensiv allerdings auch nicht so wirklich, denn wenn Norwich zum Abschluss kam, dann sah er meistens nicht gut aus. Hier musste er allerdings nicht eingreifen, denn Yemessi Mbokani am Kasten vorbei. Sein Landsmann, ja, Mbokani machte ein bisschen Probleme mit dem Mbemba. Hier weiß ich wieder eine Szene. Diesmal ist es Murphy. In der Mitte ist keiner bei Mbokani. Normalerweise sollte da eben Mbemba stehen. Er war eingeteilt für den Kongolesen, aber er war nicht da und dementsprechend musste man hier mit Rob Elliott diese Aktion klären. Letzte Aktion nochmal Mbokani in die Mitte auf Gonzalez, mit aufgerückt. Der US-amerikanische Verteidiger hat aber nichts mehr gebracht. Es war die letzte Aktion der Partie, denn nach dem Abwurf von Rob Elliott war Schluss. Newcastle gewinnt mal wieder mit 1-0 nach dem 1-0 gegen die Saints, jetzt ist 1-0 gegen die Canaries. Man sammelt Punkte, man sammelt vor allem vorsichtig Punkte. In der Offensive läuft noch nicht so wirklich, was die Tore angeht, aber es reicht halt immer wieder zum Sieg. Momentan 9 Punkte aus 3 Spielen, die Tabellenführung für die McPies. Die mitgereisten Tuns waren natürlich mehr als zufrieden, denn momentan läuft es mehr als gut. Wenn so auch noch in Europa läuft und wenn man jetzt noch die Transfers realisieren kann, die man realisieren möchte, dann könnte das eine richtig erfolgreiche Saison werden für Newcastle. Es schaut momentan sehr gut aus. Chancellor Mbemba brachte auf jeden Fall den Sieg gegen ein zumindest in der Offensive harmloses Norwich, und die stehen weiter unten drin mit Zlatko Junuzovic und Yemessi Mbokani. Reicht es nicht zu einem Punkterfolg gegen die Magpies. Leute, es ist wirklich so verwirrend, das zu kommentieren momentan, ne? Weil ich habe halt so viele Dinge im Kopf, die schon passieren werden, und sie sind halt einfach noch nicht passiert. Wir haben unter anderem ja das angenommene Angebot von Arsenal, die sagen, okay, 20 Millionen reichen uns für Oxlade-Chamberlain, den wollen wir natürlich verpflichten. Southampton hat nochmal ein Gegenangebot gemacht, die haben übrigens auch das andere Angebot abgelehnt. Hier haben wir nochmal ein Angebot für Sammy Ameyobi, was wir annehmen von Birmingham City, sind zwar 300.000 unter Marktwert, aber ist in Ordnung. Dann sagen wir 3,5 Millionen für Vernon Anita nochmal für die Sands, das heißt, die dürfen nochmal versuchen, unseren Niederländer zu bekommen, trainieren unsere Mannschaft und sind nicht an für Deadline Day, aber das, glaube ich, kommt in der nächsten Episode. Ich kann euch nichts versprechen, weil ich weiß es nicht aus dem Kopf. Die Trainingsergebnisse übrigens richtig. Mau 2x C, 2x F, 1x D geht auf jeden Fall besser. Aber jetzt haben wir nochmal hier ja das Angebot angenommen von Townsend. Genau. Gott sei Dank. Also das wäre auf jeden Fall ein weiterer Spieler, sowohl bei Oxlade-Chamberlain als auch bei Townsend. Sieht richtig gut aus, wenn wir die beiden verpflichten können, die beiden Flügelspieler. In der nächsten Episode soll es dann mit denen natürlich direkt losgehen, und zwar im Pokal gegen Blackburn. Das wird keine einfache Partie, aber ich hoffe mal, wir werden sie irgendwie überstehen. Ich denke mal schon, oder? Haben dann hier nochmal ein inakzeptables Angebot, und Udinese Calcio hat das Angebot angenommen, und zwar für den Kollegen Diote, das heißt, er wechselt. Hier haben wir gerade gesehen, sowohl Bilbao als auch Leverkusen möchten Cabella haben, und das waren die ersten Angebote für den Franzosen. Es ging aber, wie gesagt, noch weiter. Es gab noch bessere Angebote und ich werde ihn im Endeffekt verkaufen. Das kann ich euch jetzt schon mal spoilern. Ich weiß aber gerade aus dem Kopf nicht, ob es noch in dieser Episode passieren wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir machen nochmal ein nachgebessertes Angebot für Oxlade-Chamberlain, der eine wichtige Rolle im Verein spielen wollte, beziehungsweise, glaube ich, mehr Gehalt haben wollte. Ich wusste gar nicht, was er wollte. Auf jeden Fall wollte er noch irgendwas, soweit ich mich erinnere. Und dementsprechend, jetzt haben wir die ganzen Angebote. Transferverhandlung abgeschlossen. Ja, dummerweise wollte mal wieder Diote nicht wechseln, wollte keine Luftveränderung, scheiße, er wird bei uns nicht spielen, aber gut, dann halt keine 6 Millionen für ihn. Athletic Bilbao bietet 19 Millionen, ich sage 29, Leverkusen, ja, bietet 13, ich sage 33, und Wigan bietet 6 für Rob Elliott, ich sage 16,5, ihr wisst es, dass ich bei den Spielern nicht verkaufen will, und eigentlich wollte ich zu dem Zeitpunkt auch Cabella nicht verkaufen, habe aber so Angebote gemacht, die theoretisch angenommen werden konnten. Das heißt, es war nicht unrealistisch, dass im Endeffekt doch noch der Spieler zu uns wechseln würde, aber naja, wir werden sehen, ob das denn in der nächsten, ob der Spieler wegwechseln würde. Ob das denn so ist, beispielsweise bei einem, Vernon Anita oder bei einem Remy Cabella. Wir werden sehen, bei Cabella ist gespoilert, aber ich denke mal, das habe ich sowieso schon gefoppt in dieser Episode. Naja, wir fragen uns mal 10 Millionen Transferbudget an, weil wir noch einen Torwart kaufen müssen. Ich denke mal, das ist auch ganz klar, unsere Ziele nochmal ein bisschen weiter ausgewählt und einen Scout losgeschickt, und zwar einen finnischen, beziehungsweise unseren finnischen, ich weiß gar nicht wo, ich glaube Südamerika irgendwo. Nicht Südamerika, Frankreich, auch in Ordnung. Von mir aus auch dahin. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, euch hat es gefallen, trotz der etwas verpeilten Commentaries. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, würde ich mich wieder freuen. Nächste Episode wird es wieder besser. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal. Haut